hätten wir die Europäische Union nicht, davon bin ich tief überzeugt, müssten wir sie gestalten. Und jetzt, da wir sie haben, müssen wir sie besser machen. Deshalb sind wir hier. Erstmal schwere Begeisterung, dass unser Bundespräsident uns die Lektüre von soziologischen Autoren Ralf Dahrendorf ans Herz gelegt hat. Wir müssen versuchen, mit rationalen Worten und mit unseren Gefühlen für die Freiheit ihnen die Furcht vor der Freiheit und die Furcht vor einer offenen Gesellschaft und vor einer globalisierten Welt zu nehmen. Aus den Trümmern des zerstörten Berlins entstand etwas Großes. Das Bekenntnis Deutschlands zu Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Der Wandel ist keine Gefahr für uns. Fürchten müssen wir uns vor dem Wandel nicht. Fürchten müssen wir uns vor der Angst. Handel, internationaler Handel ist wichtig. Und wenn man nicht mit einer progressive, liberale Demokratie wie Kanada, geführt von den Liberalen Justin Trudeau, wenn man mit Kanada kein Handelsabkommen schließen kann, mit welchem Staat dann? Ich fand es auch interessant, die Protagonisten besser kennenzulernen, die man aus den kleinen Ländern, muss man leider sagen, oft nicht so gut kennt. Wir müssen aus Europol ein europäisches FBI machen, das gemeinsam mit den nationalen Polizeibehörden die Ermittlungen vorantreibt, damit dieser transnationale Terrorismus, die transnationale organisierte Kriminalität wirkungsvoll bekämpft werden können. Man sieht halt, dass die Lage wirklich schwierig ist und dass das, was wir als selbstverständlich erachten in Europa, auch in Zukunft gewahrt werden muss und dass man jetzt mal aktiv das angehen muss, auch in der jungen Bevölkerung. We have to, you know, be able to communicate with the people. What we're gonna do with them? Why it's not risky? There is no link with the terrorists. Very difficult. It's about communication. Well, since I'm standing in the middle, I can just mediate. I think that you're both welcome. Ja, Europa hat sehr, sehr viele Vorteile und wir brauchen echt die Gemeinsamkeit der europäischen Länder. Wir wollten ein Zeichen setzen gegen diese Lamoyanz, gegen Europa, gegen dieses Lamentieren, gegen dieses ausschließlich Kritisieren. Ich bin der Meinung, es ist gelungen. Applaus